und raus damit. Ich habe schon ein bisschen getestet hier. An der Yama, schön weit draußen, zurzeit nur mit 2 Matchrouten, reicht mir, ist auch schon stressig genug. Schön treiben lassen und dann gucken, dass wir hier auf Lennock oder auf Brachymystax gehen oder auf Saibling. Also hier geht so einiges rein, schön auf der Pose, aber weit draußen. Also raus hier mit den Matchrouten. Auf 30 Meter Entfernung den Clip gesetzt, aber wieder aufmachen den Bügel, damit das eben schön wegtreiben kann. Also wir wollen hier nicht mit dem Clip stehen und sozusagen im Clip bleiben, sondern raus aus dem Clip, nur ungefähr eben die Entfernung von 30 Metern haben und dann in diesen Bereich treiben lassen. Ich teste gerade verschiedene Tiefen. Jetzt gerade hier mit dem Regenwetter. Es ist Dauerregen jetzt gerade hier an der Yama. Das heißt, wir müssen natürlich auch erstmal gucken, was bei diesem Wetter hier funktioniert. Und na klar, mit jedem Wetterwechsel ändern sich natürlich auch die Vorlieben der Fische, das Bissverhalten der Fische, die Tiefen, wo sie sich aufhalten und so weiter. Also das Ganze ist schon ein bisschen tricky, aber naja, das ist halt Angeln. Ne? Wir probieren halt einfach ein bisschen aus und testen, auch wenn wir jetzt wissen, hier an dem Spot soll einiges gehen. Es wurden einige Masu-Lachse auch schon hier gefangen, die sesshaften Masus. Tja, wenn das hier gehen soll, heißt es jetzt natürlich rauskriegen, wie, mit welchen Ködern vielleicht auch noch und ja, wie gesagt, zu welchen Wetterbedingungen ist es dann ideal. Zack, und da geht der nächste rein. So soll das. Ja, wie das Ganze hier gleich aufgebaut ist, wie das Setup aussieht, das schauen wir uns natürlich gleich an. Wie der Spot aussieht, wo wir jetzt hinwerfen, auch das gucken wir uns gleich auf der Map natürlich an. Und kommen ran hier. Der nächste Lennock. Sehr schön, wollen wir haben. Und ich muss sagen, momentan führt, glaube ich, auch tatsächlich diese Köder-Kombi vor der anderen. Wobei ich sie, glaube ich, trotzdem draußen lasse und ich hole gleich noch das dritte Setup raus. Das macht das Ganze aber dann nochmal stressiger. Ja, und wie schon ein paar Mal gesagt, so gerade nebenbei, so beim Quatschen und in der Aufnahme ist das immer besonders tricky, das überhaupt hinzukriegen mit 3 Routen gleichzeitig. Deswegen nehme ich sie jetzt gerade mal eben raus. Wir gucken mal ganz kurz hier in den Kescher rein. So geht es jetzt hier gerade los. Das ist jetzt hier gerade so nach 15 Minuten ungefähr der erste Eindruck. Also verschiedene Lennocks sind drin, Masu-Lachse, der normale, also der sesshafte, der normale Masu, japanischer Saibling auch mit drin. Also da geht ein bisschen was. Und das sind eben auch die Kandidaten, die eben auch zurzeit als Trophy gefangen werden hier an der Stelle. Da wurden schon einige gefangen. Und natürlich die wichtigste Frage, wo sind wir hier überhaupt? Da oben sind wir. Also eine ganz klassische Stelle eigentlich auch. Immer hier schön in der Mitte sozusagen. Hier ist dieser etwas tiefere Bereich, 5,5 Meter tief. Und dementsprechend tief sind wir auch hier unterwegs. Mit ungefähr 1,50 Meter, 1,60 Meter. Also so ungefähr in diesem Bereich. Und ja, wie gerade schon gesagt, auf 30 Meter Entfernung weit rauswerfen. Und dann eben hier locker treiben lassen. Ne? Also man muss ein bisschen laufen, rechtzeitig da sein, im Idealfall an der Yama immer so gegen 4 Uhr ungefähr schon anreisen. Wenn man dann noch ein bisschen Strecke hat zum Laufen, dass man spätestens um 5 Uhr am Spot ist und dann schon Gas geben kann. Früher anreisen, klar, immer besser. Aber ich sag mal so, spätestens um 5 Uhr sollte man schon hier in Action sein und die Köder treiben lassen. Gucken wir uns natürlich auch nochmal das Setup an und die Köder. So sieht das Ganze hier aus. Ich bin mit der Monster Match unterwegs und mit der Rebellion Match. Beides natürlich Top Match Routen und hier ist gerade auf 13,8 Kilo Fluorocarbon. Mit den großen Wacklern hier drauf, mit dem Einserhaken. Die anderen sind ein bisschen kleiner. Und hier eben in den Köders, in den Köderkombinationen, da müssen wir ja, da müssen wir einfach testen, da müssen wir jetzt ausprobieren, verschiedene Variationen reinbringen, die Köder einfach ja, untereinander austauschen und ein bisschen testen. Das ist halt jetzt das A und O. Ne? Da gucken wir jetzt gleich auch nochmal in das andere Setup auch rein. Das lassen wir jetzt hier so die 30 Meter nochmal wieder raus. Jetzt haben wir auf einmal wieder Sonnenschein. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt ändert. Bügel auf.
Zweites Setup sieht so aus mit dem Viererhaken jetzt gerade nur 8 auf 13,8 mit der Köder-Kombi, die ging ja letzte Woche auch schon ganz gut. Maikäferlarve und Dasselfliege und da haben wir sogar auch schon Biss und ich habe es verrafft hier mit der Maustaste. Okay, direkt wieder auswerfen, wobei man hier ja beim Treiben lassen einfach den Bügel wieder aufmachen kann. Ne? Also rauswerfen auf die 30 Meter. Bügel zu, Bügel auf. So, jetzt ist er offen und jetzt lassen wir es schön treiben und das Ganze machen wir jetzt hier auch. Einfach wieder raus, zack in den Clip, auf zu und dann läuft das Ganze hier und wir kommen dann auch relativ schnell, jawohl, die Schnur ist schön stramm, das ist gut und wir kommen jetzt hier schön in das Treiben sozusagen und dann gucke ich gleich mal, ob ich noch die dritte Rute mit auswerfe. Auf zu. Und die nächste hier. In der Zwischenzeit schon gucken. Die drei, die zieht immer weiter. Kurz zumachen. Weiterziehen. Damit das da nicht noch weiter rausgeht, das Ding. Das müssen wir lange, schon lange wieder reinkurbeln. Silberlachse auch jetzt hier, okay. Also an für sich, bisher ist es ganz okay. Man muss einfach in diesen Rhythmus reinkommen. Das ist das Wichtigste. Dass man sieht, okay, man hat jetzt hier die schön alle im gleichen Abstand. Hat dann eine im Reinziehen, hat die nächste quasi jetzt gleich schon so weit, dass man die wieder reinzieht. Oh, die muss ich weiter aufladen. Das heißt, jetzt sind wir hier bei der 2, jetzt kann die quasi gleich eingezogen werden. Und dann zieht man die 1 rein, weil man einfach sonst ne, zu weit abtreibt mit dem Ganzen. Und wenn dann irgendwo ein Biss kommt, ist schön. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann wird trotzdem eingekurbelt, damit man eben trotzdem hier wieder schön in diesem Rhythmus ist. So haben wir es jetzt hier, genau, zack, jetzt ist die 1 dran, jetzt wird die eingekurbelt. Und dann hat man kontinuierlich quasi so einen durchfließenden Verkehr hier. Immer wieder die treibenden Köder an den verschiedenen Stellen. Und so kann man dann eben auch die Köder die ganze Zeit kontinuierlich testen. Und ja, jetzt die 3 wieder dran und so weiter und so weiter. Also, so läuft das dann durch. Und dann heißt es aber auch zwischendurch Variationen reinbringen, entweder mit den Ködern oder mit den Tiefen. Machen wir jetzt mal so, oh, die ist sogar nur auf 90. Halt, da war was auf der 1. Noch gekriegt, jawohl. Die muss natürlich schnell rein. Die lassen wir noch ein bisschen durchlaufen. Ein bisschen Platz ist noch. Aber die ist auf jeden Fall auch gleich dran mit dem Reinziehen. Oh, den wollen wir natürlich nicht. Also schnell wieder raus, zack, zack, dann die nächste rein, in der Zwischenzeit werfen wir die einfach nochmal wieder aus, die muss ein bisschen weiter aufgeladen werden und dann können wir die jetzt reinkurbeln und so weiter. Ja, es ist ein bisschen tricky, aber durchaus eben eine Option. Ja, wichtigste Köderkombi, die jetzt hier gerade drauf ist, also mit der mit dem Maikäfer und der Dasselfliege. Das scheint ganz gut zu funktionieren, schien auch letzte Woche schon ganz gut zu funktionieren, speziell eben für den Masu. So, jetzt überholt hier die eine gerade die andere. Das heißt, wir holen jetzt gleich die hier wieder rein. Und die 1 ist auch was dran. Und nicht gekriegt. Da war wohl die ganze Zeit irgendwie was Kleines dran, was die ausgebremst hat, sonst hätte die ja nicht überholt. Und da geht wieder einer rein. Und dann werde ich mich gleich nochmal ein bisschen hier drauf konzentrieren, dass ich auch die Anschläge wieder hinkriege und alles. Und dann löppt das im Idealfall auch. Also rausziehen hier und ich hoffe natürlich auch auf einen schönen Maso. Vielleicht ändere ich auch gleich nochmal alles auf dem Einserhaken, ein bisschen größer reingehen. Wenn da was dran beißt, dann soll es auch was Großes sein, dass wir dann hier die kleinen, ja, auslassen. Die brauchen wir nicht. Wir wollen das Ding in groß, in richtig groß. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.